was hat Nikosia sonst noch zu bieten, außer der Innenstadt mit der Karawanserei? Es gibt noch eine große Moschee daneben, leider ist sie geschlossen, man kann sie nicht anschauen. Seit mehreren Jahren wird daran renoviert. Der Stadtring ist ganz nett zum Anschauen. In der Stadtmauer, der ehemaligen Stadtmauer, sind viele Boutique-Hotels und kleinere Unterkünfte. Man muss sich halt hier genau anschauen, in welchem Zustand die sind, weil die Häuser meistens sehr alt sind und Wasser und Strom immer wieder eine Glückssache sind. Aber was gibt es sonst noch in Nikosia? Nikosia hat zum Beispiel ein großes Angebot an großen Geschäften und Ketten, und zwar im Umgriff in der Nähe von Metehan am Grenzübergang. Wenn ihr da mal die Straße rausfährt, gleich rechts vor Metehan, oder wenn ihr vom Süden kommt, beim ersten Kreisverkehr links fahren. Hier entsteht ein komplett neues Industriegebiet mit vielen bekannten Geschäften, Bekleidungsgeschäften und auch sonstige Angebote, die wirklich interessant sind. Es werden auch Restaurants gebaut, es werden Häuser gebaut, auch Bestandsimmobilien, Neubauimmobilien sind alle Metehan im Nordwesten zu finden. Wer also mal überlegt hat, ob er nicht vielleicht in Nikosia heimisch werden möchte, weil er dort zentral ist und auch gleich in den Süden fahren kann und nicht weit weg ist von Girne, und auch Famagusta ist ja mit dem Auto nur eine halbe Stunde weg, kann sich schon mal überlegen, ob er dort heimisch wird. Gerade im Umgriff gibt es eigentlich ganz schöne Siedlungen und auch gute Angebote. Wer also das mal sich überlegen möchte, sei gerne dazu eingeladen, mal dort vorbeizuschauen. Das gilt insbesondere für diejenigen, die sich sagen, nur am Meer ohne Infrastruktur, das ist mir zu wenig. Ich möchte einfach in direkter Nähe Restaurants, Dienstleistungen, Geschäfte haben, die auch fußläufig zu erreichen sind. Und wenn ich Lust habe, fahre ich einfach aufs Meer raus. Für die Leute ist es wirklich eine Alternative, sich direkt in Nikosia mal umzuschauen bei den Neubauten oder auch Bestandsimmobilien. Hier gibt es auch sehr viel Auswahl. Schaut einfach auf Hangi-Ev, die klassische Seite nach, oder bei 101 Evler. Diese Seiten haben genug Angebote. Hier bekommt ihr für deutlich niedrigen Quadratmeterpreis von 600 Pfund pro Quadratmeter wirklich tolle Häuser angeboten. Die müsst halt auf den täglichen Mehrblick verzichten, dafür bekommt ihr aber für günstigen Preis tolle Wohnungen mit Infrastruktur. Die medizinische Versorgung ist wie in Girne ausgezeichnet, und darüber hinaus hat man halt die direkte Autobahnverbindungen in alle Landesteile sowie die direkte Grenznähe zum Süden. Das zeichnet Nikosia im Gegensatz zu Girne aus. Außerdem wird jeder Autokäufer dort fündig, weil in den Ausfallstraßen Unmengen von Autoverkaufsstellen sind, auch wenn die Autos nicht so günstig sind, aber das Angebot ist hier außerordentlich groß, wenn man im Umgriff von Nikosia sich aufhält. Ja, das waren meine Erfahrungen aus Nikosia. Ich wünsche euch was und viele Grüße, bis zum nächsten Mal.